Hallo, ich bin der André vom SIP und heute geht es ums große Thema TÜV-Eintragung. Ich zeige euch unsere Artikel, die wir alle vorbereitet haben mit Teilegutachten oder mit allgemeiner Betriebserlaubnis, um sie dann ganz, ganz leicht beim TÜV in seine Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen. Also Teilegutachten und allgemeine Betriebserlaubnis sind notwendig, um die Teile im öffentlichen Straßenverkehr nutzen zu dürfen, ohne dass das Fahrzeug den Versicherungsschutz verliert. Es gibt da zwei Kategorien. Und zwar die Teilegutachten, das ist Kategorie 1. Es gibt aber auch EU-Typgenehmigung, heißt es. Hinter den beiden Dokumentenformen, die es da gibt, stehen unterschiedliche Arten der Zulassung. Habe ich für ein Bauteil eine EU-Typgenehmigung, kann ich es einfach an das Fahrzeug hinbauen und es passt eigentlich alles weiterhin. Ich muss nur diese Typgenehmigung mit mir führen, die allgemeine Betriebserlaubnis, und bei Bedarf vorweisen können. Dann wird auch dem Polizisten klar, oder der Polizist muss dann eigentlich akzeptieren, das Teil ist in Ordnung. Habe ich nur ein Teilegutachten, muss ich das Bauteil einbauen lassen, möglichst in einem Fachbetrieb, oder ich mache es fachmännisch, weil ich es ja gelernt habe, und gehe dann mit dem Fahrzeug zum TÜV oder zu einem anderen Sachverständigen, wie zum Beispiel GTÜ, DEKRA und so weiter. Der schaut dann nach, ob alles, was im Teilegutachten beschrieben ist, auch tatsächlich verbaut ist am Fahrzeug. Wenn er das bestätigen kann, also wenn er das einsieht, dann trägt er die Änderungen, die sind hier schön zusammengefasst für den Prüfer, der muss da eigentlich dann nur noch abschreiben, kann er dann in die Fahrzeugpapiere übernehmen. Ich ordne jetzt mal den beiden Arten von Gutachten, die wir haben, ordne ich mal die Teile zu. Zum Beispiel haben wir unsere SIP-Bremszangen, die wir schon viele Jahre im Programm haben und eigentlich so ein Klassiker schon sind. Das hat eine KBA-Nummer. Das hat fast keinen Bremssattel, weil die meisten mit kompletten Fahrzeugen geprüft werden. Aber unser Bremssattel, den haben wir extra prüfen lassen für die Vespas, PX-Baureihe, und haben da eine KBA-Nummer bekommen. Das gleiche ist bei unseren Felgen der Fall. Zum Beispiel hier die 8106, so die Standardfelge der Vespa PX, nur aus Aluminium, schlauchlos, hat auch eine KBA-Nummer bekommen. Und auch unsere Stoßdämpfer, die sehr hochwertig produziert werden, haben auch eine KBA-Nummer. Dann gibt es die anderen Teile, das sind die mit Teilegutachten. Wir haben in letzter Zeit viele Teilegutachten erstellen lassen und ich konnte jetzt nur eine kleine Auswahl von Teilen dafür herrichten. Zum Beispiel für dieses Motorgehäuse. Das Motorgehäuse ist das passt für Primavera und Vespa 50, für die alten Fuffis sozusagen. Und das Teilegutachten bestätigt, dass dieses Teil eigentlich so gut ist wie das Originale. Da sind viele Prüfungen gemacht worden, da wird die Schwinge nicht brechen, da wird auch die Leistung nicht verändert, also auch gerade für Kfz-Betriebe ist es interessant von der Haftung her, weil wenn ich einfach ein anderes Motorgehäuse einbaue und dann passiert irgendwas Schlimmes, wie ich es gerade schon angedeutet habe, dann wäre ja eigentlich die Fachwerkstatt in der Haftung. Mit diesem Teilegutachten ist es das nicht mehr, beziehungsweise hat sich zumindest rückversichert für das Motorgehäuse, gab es auch Untersuchungen und die Untersuchungen haben bestätigt, dieses Teil ist okay, das ist fest genug, es ist nicht leistungssteigernd. Teilegutachten existiert auch für diesen Zylinder. Der ist quasi stellvertretend für eine ganze große Gruppe von Bauteilen, die wir per Teilegutachten in den Verkehr bringen können jetzt. Und zwar haben wir Umrisszylinder von PX80 auf 125er. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das ist was Besonderes. Er basiert auf einem bestehenden Produkt, aber wir haben einen schönen Brennraum und einen schönen Zylinderkopf dafür entwickelt, den wir eigens anfertigen lassen. Und mit dem Umrisskit hat das Fahrzeug dann auch wirklich knapp 9 PS, wenn ich nicht irre. Das ist mehr als eine originale PX 125 hat. Wir haben die Messungen für euch bereits gemacht und der TÜV-Prüfer kann die Werte hier entnehmen. Neben diesem einzelnen Zylinder, der jetzt nur für die PX80 gilt, um sie auf 125 umzurüsten, haben wir noch viele weitere Zylinder,
homologieren lassen, die sehr, sehr beliebt sind. Das ist ein DR177. Das ist so der Klassiker für alle 125er und 150er Vespas. Dann haben wir einen Polini 170, das ist, hat schon ein bisschen Leistung, sehr gut auf Touren zu fahren. Und für die 200er Vespas haben wir unseren Klassiker, den Malossi 210, den bestimmt jeder kennt eigentlich, haben wir auch mit einem Teilegutachten versehen lassen. Und zwar nicht nur mit einem Teilegutachten, sodass wir den Zylinder eintragen lassen können, sondern wir haben eine ganze Palette von Teilegutachten machen lassen. Das heißt, da ist dann der Zylinder Solo in einem Teilegutachten, dann haben wir den Zylinder mit Auspuff in einem anderen Teilegutachten, dann haben wir den Zylinder mit Auspuff und Vergaser in einem anderen Gutachten. So haben wir eine ganze Palette und wir glauben, da findet sich eigentlich jeder Kunde, der jetzt interessiert ist an einem leistungsstarken Tourenroller, auf jeden Fall wieder. Eins von diesen Teilegutachten-Kits habe ich vorbereitet und würde ich jetzt mit euch in einem monumentalen Moment mal hier unboxen, oder? Ich finde den Cutter zwar nicht unberührt aus unserem Lager, immer ein bisschen wie Weihnachten. Da ist drinnen ein schöner großer Rennauspuff, ja. Da sind auch kleine Teile drinnen und da ist der Malossi-Zylinder drinnen, wie man ihn auch sonst kennt. Ich zeige euch jetzt mal, was denn der Unterschied ist zwischen den Teilen, die von uns homologiert wurden, und anderen Teilen, die wir auch auf Lager haben, die zum günstigeren Preis erhältlich sind, die aber eben nicht homologiert sind. Also, dieses Malossi-Zylinder-Kit ist im Prinzip ein ganz normales Malossi 210er Zylinder-Kit mit dem Unterschied, dass wir hier intern gemessen haben, ob die Kanäle, die ja die Leistung beeinflussen, so sind, wie wir damals die Leistungsmessung machen haben lassen. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, ja, okay, der Auslass ist genau so, wie er früher auch immer war, dann kriegt dieser Zylinder von uns eine Kennzeichnung. Anhand dieser Kennzeichnung kann der TÜV-Prüfer oder der amtlich vereidigte Sachverständige den Zylinder wiedererkennen und dann sagen, ja, das ist einer von den Zylindern, die vorher vermessen wurden. Das heißt, der TÜV-Prüfer kann sicher sein, das ist der Zylinder, der hier im Teilegutachten drinnen steht und für den auch die Leistungswerte gemessen wurden und angegeben sind. Dadurch tut er sich leicht und sagt, okay, den Zylinder trage ich dir ein. Wenn du jetzt einen Zylinder hast, der nicht gekennzeichnet ist, hat der nichts mit dem Gutachten zu tun. Also gilt das Gutachten nicht für einen ungekennzeichneten Zylinder. Das Besondere an unseren Kits ist, es ist auch noch ein Auspuff dabei, der über eine Kennzeichnung verfügt, hier hinten an so einer Plakette. Der einzige Rennauspuff, den man auch auf Touren fahren kann, weil er schön schmal ist und weil er so gut verarbeitet ist, dass er auch nach 5000 Kilometern und auch nach 15.000 Kilometern noch nicht reißt. Also ausnahmsweise packe ich den jetzt mal aus und zeige ihn euch, aber nur kurz. Das ist der legendäre SIP Performance 1.0 Auspuff. Den gibt es schon sehr lange Zeit. Es gibt auch heute deutlich leistungsfähigere Auspuffe, aber unübertroffen die Verarbeitungsqualität und vor allem die Haltbarkeit. Auch eine relativ sanfte Leistungsentfaltung. In meinen Augen so ziemlich das Maximum, was man auf einer langen Tour noch fahren kann, wenn man keinen Nervenzusammenbruch haben will. Ich packe den jetzt mal kurz wieder ein. Ich habe euch jetzt alles Mögliche erzählt über Teilegutachten und ABEs, EU-Typgenehmigung, Eintragung, Geräusch, Leistung, TÜV-Prüfer. Wir fahren im nächsten Video rüber zur TÜV-Prüfstelle und checken mal ab, ob das eigentlich wirklich so funktioniert, wie ich gesagt habe. Abonniert einfach unseren Kanal oder subscribt für den E-Mail-Newsletter und dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden und wir teilen euch sofort mit, wenn es was Neues gibt.